Handschuhe sind ein wertvoller Gegenstand beim Bergsteigen. Und dabei ist es natürlich vollkommen egal, ob fürs Skifahren, das Bergsteigen oder das Winterwandern. Sie sind essentiell, weil wir ohne sie unsere Finger im schlimmsten Fall verlieren könnten. Im Bergsteigen-Grundlagenkurs geht es heute also um Handschuhe fürs Bergsteigen. Eine der größten Unterscheidungen, die man bei Handschuhen vornehmen kann, ist der Unterschied zwischen Fingerhandschuhen und Fäustlingen. Viele wissen nicht, warum es umständliche Fäustlinge gibt, wenn es doch genauso gut schön flexible Handschuhe mit einzelnen Fingern geben kann. Klären wir das erstmal kurz auf. Finger geben, so wie unser kompletter Körper, die ganze Zeit sehr viel Wärme ab. Diese Wärme können wir speichern, indem wir den einzelnen Finger abisolieren von der Außenwelt. Jedoch kann eine Isolierung so gut sein, wie sie will, zu 100% wird die Wärme nie gespeichert. Heißt also, wir verlieren über die Isolationsschicht mit der Zeit Wärme. Und mit diesem Wissen können wir uns jetzt nun herleiten, warum Fäustlinge wärmer sind als Fingerhandschuhe. Die Fäustlinge behalten ja alle Finger nebeneinander unter einer Isolation. Dadurch strahlen die einzelnen Finger die Körperwärme ab. Von jedem einzelnen Finger geht diese Wärmeabstrahlung ab und wird gleichzeitig von den anderen Fingern wieder aufgenommen, wodurch über die Zeit ein angenehmes, feuchtwarmes Klima innerhalb des Handschuhs entsteht. Somit ist es deutlich wärmer als in einem gleichdicken Fingerhandschuh. Denn beim Fingerhandschuh wird jeder Finger auch vom anderen abisoliert, sodass die Wärme, die durch die Isolierung abgestrahlt wird, einfach verloren geht. Somit kann man sagen, dass Fingerhandschuhe bei gleicher Dicke kälter sind und deshalb dicker gekauft werden müssten, um den gleichen Wärmeerhalt liefern zu können. Mit dickeren Fingerhandschuhen verliert man aber gleichzeitig wieder genau jene Flexibilität, für die man sie ja eigentlich gekauft hat. Insofern sollte man sich vielleicht nicht nur mit der Art des Handschuhs auseinandersetzen, sondern auch mit dem Material. Das Material von Fingerhandschuhen oder Handschuhen im Allgemeinen fürs Bergsteigen teilt sich einmal in drei Kategorien: Softshell, Hardshell, Fleece. Fangen wir bei Fleece an. Fleece ist, wie ich in diesem Video hier oben schon mal näher erläutert habe, durchaus ein wärmendes Material und ist auch sehr atmungsaktiv. Damit ist es aber gleichzeitig auch sehr feuchtigkeitsdurchlässig und ist durch diese feine Faserkonstruktion sehr empfindlich. Das alles hört sich fürs Bergsteigen erstmal überhaupt nicht wirklich brauchbar an. Aber der große Vorteil von Fleece-Handschuhen ist natürlich der, dass sie einerseits sehr leicht sind und auf der anderen Seite aber eben für diese trockene Kälte bei Wanderungen und Bergtouren ohne Kletterei sehr gut geeignet sind. Das heißt, sie sind unter anderem für das Tragen bei etwas zu niedrigen Temperaturen oder leichtem Wind sehr gut geeignet. Das größte Problem mit Fleece ist aber auch die Sensibilität. Am Fels scheuern sie sehr schnell durch und auch an den Stahlseilen reißen sie gerne auf. Insofern sollte diese Handschuhe definitiv nicht als Arbeitstier am Fels oder am Stahl dienen, jedoch definitiv als Unterhandschuh. Denn durch die dünne Konstruktionsweise passen sie auch leicht mal unter einen Softshell- oder Hardshell-Handschuh. Und bleiben wir gleich beim Thema Hardshell-Handschuhe. Die sind für das Bergsteigen eigentlich nicht die beste Lösung. Sie sind zwar isolierend und zumeist sehr wasserfest, aber eben auch klobig und schwer. Einerseits im Rucksack, andererseits natürlich auch dann an den Fingern. Diese Fingerhandschuhe sind dann meist so unflexibel, dass man selten ein richtig gutes Gespür für den Untergrund hat, was beim Klettern am Fels bei Hochtouren natürlich wichtig ist. Fürs Freeriden oder richtig harte Einsätze bei langen oder einfachen Hochtouren, bei sehr niedrigen Temperaturen können sie aber trotzdem ihre Daseinsberechtigung finden, vor allem wenn sie spezielle Membranen oder Imprägnierungen vorweisen können. Aber dazu gleich nochmal kurz mehr. Kommen wir zuvor noch zu den Softshell-Handschuhen. Meiner Meinung nach die spannendsten Handschuhe für das klassische Bergsteigen, weil sie es oft sehr gut hinkriegen, Komfort mit Schutz vor Wind und Wetter zu verbinden. Im Prinzip ist der Kern von Softshell nichts anderes als eine dicke Fleece-Konstruktion. Bei Softshell kommt jedoch im Gegensatz zu Fleece meist auch noch ein anderer Stoff zum Einsatz und eine spezielle Außenbeschichtung, die dann mit einer Imprägnierung nochmal zusätzlich geschützt wird. Somit ist Softshell in diesem Sinne deutlich wasserabweisender als Fleece. Der große Vorteil ist, dass Softshell in unterschiedlicher Dicke ganz einfach konstruiert werden kann und man im Geschäft somit die Qual der Wahl hat, was die Wärme und Isolierung betrifft.
Der Nachteil ist, dass Softshell-Handschuhe zwar imprägniert werden, aber selten eine wasserfeste Membran verbaut haben. Heißt, dass hier meist ausschließlich eine DWR, also eine Durable Water Repellency, Imprägnierung zum Einsatz kommt, was natürlich das Problem mitbringt, dass, wenn diese irgendwann aufgibt, man definitiv gänzlich nass wird und das kann im Zweifelsfall natürlich auch ordentlich kalt werden. Also kurzum. Vlies ist warm, aber hält nicht trocken, wenn es regnet oder schneit. Außerdem ist es atmungsaktiv. Hardshell ist isolierend und auch sehr warm, auch sehr leicht mit diversen Gore-Tex-Membranen zu kombinieren, aber meist schwerer, klobig und recht steif. Und dann gibt's noch Softshell. Softshell ist flexibel, warm, kann sehr unterschiedlich konstruiert und angepasst werden und bietet mit der DWR-Imprägnierung einen mittelmäßigen Nässeschutz, aber definitiv für die ein oder andere Stunde im Schnee ausreichend. Einen Spezialfall habe ich aber noch nicht erwähnt und das liegt nämlich daran, dass dieser Spezialfall auch mit Hardshell oder Softshell kombiniert werden kann. Und das ist Leder. Es gibt Volllederhandschuhe mit einem Fleece-Inlay. Die versuchen, das Beste aus zwei Welten zu verbinden. Einerseits kuschelig warm, andererseits ordentlich robust. Leder ist aber definitiv kein weiches Material, sondern eher steif und damit muss man natürlich leben können. Kleingriffige Abenteuer sind damit schlechter machbar. Deshalb gibt es eben mittlerweile auch Softshell-Handschuhe mit einem anteiligen Lederaufbau. Dabei bleiben die Softshell-Handschuhe ganz typisch aufgebaut, werden auf der Handinnenseite aber durch eine Lederschicht verstärkt und dementsprechend vor Abrieb geschützt. Damit soll Flexibilität auf der einen und Robustheit auf der anderen Seite kombiniert werden, was unterschiedlich gut funktioniert. Unterschiedlich gut deshalb, weil es verschiedene Lederdicken gibt und generell nicht jeder Softshell-Handschuh letztlich auch dünn genug ist, um noch eine zusätzliche Schicht Leder gut zu vertragen, bevor es nicht wieder klobig und unflexibel wird. Mittlerweile gibt es auch Plastikbeschichtungen mit einem Problem. Plastik ist bei gleicher Materialstärke deutlich empfindlicher, was Risse und Löcher betrifft, als das typische Leder, womit es als langlebiger Einsatz beim Handschuh alles andere als ideal ist. Deshalb setzt man hier großteils eben immer noch auf tierisches Leder. Diese Beschichtungen an der Handfläche können aber wirklich wichtig und praktisch sein. Unter anderem für einen besseren Grip am Fels, aber vor allem für das bessere Handling von Pickeln oder Eisgeräten beim Eisklettern. Diese Anti-Rutsch-Sticker auf der Handinnenseite oder das Leder selber hat eine sehr hohe Reibung. Der Aluschaft eines Pickels kann damit natürlich deutlich besser gehalten werden, als wenn man einen rutschigen Fließhandschuh oder gar nichts anhat. Nun möchte ich, dass wir aus diesen ganzen Informationen auch einen Schuh machen. Also einen Handschuh. Deshalb habe ich hier jetzt noch ein paar Empfehlungen. Für normales Wandern, gerne auch in höheren Lagen, kann ich Vlies- oder Wollhandschuhe empfehlen. Die halten kuschelig warm, sind aber für den Einsatz am Fels oder im Schnee definitiv nicht geeignet. Dafür sind sie leicht, sehr klein, im Packmaß und äußerst weich und bequem. Fürs Bergsteigen mit leichter Kletterei darf es definitiv ein Handschuh mit Fingerkuppen oder der kompletten Handfläche aus Leder sein. Das hat den großen Vorteil, dass sie an der Oberseite belüftet sein können und an den Fingern trotzdem robust für leichte Herausforderungen sind. Hier kann man es sich auch außerdem aussuchen, ob man lieber auf mehrschichtige Softshell-Handschuhe setzt oder lieber doch auf dünne Fließvarianten mit einer entsprechenden Verstärkung. Der Nachteil aller speziellen Bergsteigerhandschuhe ist aber letztlich immer der Preis. Für Hochtouren im einfachen Stil, also ohne große Kletterei, sind in der Regel ganz normale Softshell-Handschuhe vollkommen ausreichend. Sie brauchen auch auf den Handflächen nicht unbedingt eine Lederbeschichtung. Und meist reichen Anti-Rutsch-Sticker oder Plastikauflagen, um sie mit dem Pickel vernünftig verwenden zu können. Wer besonders kalte Touren vorhat, Expeditionen bestreiten will oder im Winter ins Hochgebirge gehen möchte, der sollte sich Hardshell-Handschuhe oder auch Fäustlinge eventuell mit einer Gore-Tex-Membran überlegen. Wenn es besonders kalt wird, sollte auch ein dünnes Fließpaar für drunter nicht fehlen. Der Vorteil von Hardshell-Handschuhen ist die nochmals erhöhte Stabilität und Robustheit, denn während auch Softshell-Handschuhe noch aufreißen oder durchscheuern können, wenn sie zu grob behandelt werden, sind die Kollegen aus Hardshell hier nochmal deutlich robuster. Besonders wichtig ist bei allen Bergtouren, bei denen kühlere Temperaturen bevorstehen, jedenfalls Notfallhandschuhe dabei zu haben, die einem bei Verlust eines Handschuhs zumindest noch eine gewisse Grundwärme sichern, wenngleich sie vielleicht nicht unbedingt die gleichen Features wie das primäre Paar haben. So. Das war sie jetzt also, die Handschuhe. Nächste Woche Dienstag geht es weiter mit einer der letzten Episoden des Bergsteigen-Grundlagenkurs. Wenn ihr noch Themen habt, die beim Bergsteigen-Grundlagenkurs unbedingt einen Platz finden sollten, dann schreibt sie bitte unbedingt in die Kommentare. Außerdem möchte ich euch Danke sagen, dass ihr das Projekt Alpen Academy in diesem Ausmaß durch
eure Unterstützung möglich macht, denn alle Inhalte zum Thema Bergsport sind nur deshalb kostenlos, weil du es durch deine kleine Spende in Form eines Kaffees möglich machst. Und alle Infos dazu findest du natürlich hier jetzt auch nochmal eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir wie immer eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns spätestens am Donnerstag mit einem nächsten Video wieder. Bergheil!